Hey Leute, willkommen zurück zum Daisy Epoch. An meiner Seite der Daniel, beziehungsweise der Konsumigrant. Jo, hallöchen. Noch ist nicht viel los auf dem Server, aber das wird sich ändern. Versprochen. Und die Villa Kunterbund steht auch noch da. Anscheinend ist das dann ein dauerhaftes Objekt und nicht nur Mission. Nee. Ja, deswegen, ich weiß nicht. Hier steht immer noch Server 2 Stunden 60 Minuten, obwohl der Server eigentlich schon Reset hatte. Ja, das stimmt allerdings. Alter, nehmen wir die Villa, Daniel, komm, bauen wir hier. Die Villa ist unser. Nee. Hat zwar seinen Reiz, aber wir haben uns schon ein schönes Fleckchen ausgesucht. Oh ja. Das hier ist sagen. So offensichtlich ist das hier so, weißt du? Mhm. Warte, hast du den Trailer markiert? Nee. Ja, ja, ich hab schon gesehen. Oh. Ich ahne Schlimmes. Den kriegst du niemals in die Luft. Natürlich, was soll das schon wieder heißen? Den kriegst du niemals in die Luft. Willst du sagen, ich bin inkompetent? Oh, da steht ein Panzer noch. Ein Panzer. Da, im Wald. Da hinten ist ein blauer SUV. Im Wald steht noch ein Panzer. Das ist ein Tank-Ural. Ah, oder? Ja. Tankstelle. Tankstelle. Gucken wir erstmal, ob ich die dicke Bärda irgendwie zum Laufen krieg. Oh, der ist auch voll getankt, alles schick. Wie war das? Oh, will ich auch mitnehmen. Können wir die nicht im Flugzeug hinten alle reinmachen? Ja, genau. Dann gehen wir hoch. Kann ich nicht irgendwie rückwärts? Nee. Kannst du, musst du hier mit dem LKW zurückschieben. Ja, genau. Alter Schwede, hör auf. Warte mal, ich fahr mal mein Auto weg da lieber. Du vertraust mir kein bisschen, ne? Nee, na, du willst doch hier sicherlich rum. Ey, fahr mal die Bäume hier oben. Da nicht, hier links. Was? Die Bäume hier links wegmachen. Welche Bäume? Ja, hier, links von meinem Propeller. Die hier? Ja. Jawohl. Den daneben auch noch gleich. Muss ich nochmal Anlauf nehmen. Schaffst du es nicht, wenn du langsam fährst? Nee. Hauptsache, ich komme hier rum. Weil wenn wir das Ding verkauft bekommen, sind wir reich. Oh, jetzt hat meiner schon gelbe Räder wieder. Okay, ich bin rumgekommen. Was soll ich machen hier? Stopp. Die ganzen Autos warten hier? Von wegen warten, du darfst. Obwohl, der Air Trader ist in der Nähe. Der Flughafen. Der Flughafen, ja. Das sind 1,8 Kilometer. Alter. Das Ding kriege ich doch niemals gelandet. Daniel, ich schmeiß dir mal was ins Auto, ne? Ist das in Ordnung? Stirb jetzt, Zombie. Ey, den schiebe ich einfach nur. Will der jetzt mal. Jetzt bleibst du mal stehen. Warte mal, was steht denn hier noch? Ein blauer SUV. Ich muss nachladen. Oh, schick. Oh, bleibst du mal stehen, du. Miesmuschel. Ja. So, ich schmeiß dir mal schnell was ins Auto. Weil ich will dir nicht unbedingt alles verlieren, ne? Was denn? Warte. Ja, wie machen wir das denn jetzt am besten? Du fährst einfach mir hinterher. Ja. Zum Flughafen. Du fliegst mit 500 Sachen und... Kannst du dir dann diese Stelle hier markieren? Ja, bestimmt. Ja, dann markiere ich mir jetzt den Airport, wo ich hin muss. Und du markierst dir die Stelle, wo jetzt hier die Autos stehen. Okay, Ach, das ist genau ist da in der Einbuchtung. Ja, damit ich... ach, der ist da drüben, der Airport. Kann ich da überhaupt die Autos verkaufen, die ich jetzt hier habe? Nö, aber in der Nähe ist der andere Händler. Ach so. Warte mal, kann ich dich nicht an mich hängen? Warte mal, dann fahre ich einfach gleich zu den anderen Händler. Genau. Daniel? Ja? Komm mal. Warte mal. Ach so, nee, du willst ja, dass ich dich dann wieder mitnehme. Warte mal, ich hab ne. Oh. Warte. Was denn?
Eine ganz perverse Idee. Ich fahr doch zum Airport. Mit dem Flugzeug kannst du doch gar nicht schweben. Ja. Schade, dass man an den Autos hinten den zweiten Auto nicht noch was ranhängen kann. Hätten wir die anderen. Ich will meine Sachen wieder. Hätten wir die anderen auch noch mitnehmen können, weißt du? Ja, in der Tat. Und jetzt nimmt ja das Flugzeug hinten keinen Schaden, ne? Nee, das ist unverwundbar. Gut, das ist mir auch lieber, als wenn du das versuchst zu starten. Was soll das jetzt schon wieder heißen? Ja, weil das wahrscheinlich sowieso dann wieder Boom. Warum sollte das Boom machen? Und Zombie, gefällt dir, was du siehst? Ja, hinten ist ein schönes Auto, ne? Der guckt da so richtig, als wenn er sich interessiert für das Auto. Du, ja, dann lass mal los, ne? Aber die Stelle hier markiert lassen, ja? Ja, ja. So, ich habe einen Airport markiert. 1,8 bis dahin. Alter, jetzt jagt er da durch die, das muss ich von hinten sehen, durch die ganzen Bäume durch. Das Flugzeug tut sich nichts, nee. Warum auch? Daniel, das kommt mir so bekannt vor, wir waren mal auf einem Server, da ging das auch. Ja, da konnten wir aber mehr ranhängen. Wir haben eine übelst lange Kette mitgenommen. So 10 Autos hintereinander weg. Oh, Alter, Daniel, ich sieh's, wir werden Multimillionäre. Jetzt kann ich die Fingers nicht mehr aus Augen verlieren. Ey, wenn wir am Trailer ankommen, die denken sich, alles klar, denen geht's gut. Und du, das Flugzeug, das musst du ja am Airport verkaufen, ne? Ja, das sind dann 4 Köfferchen. Und von diesen 4 Köfferchen können wir uns eine Heli leisten. Schon mal eine Investition in die Zukunft. Ja, und da müssen wir hier wieder zurück, die anderen Autos holen und den SUV auch gleich noch mit. Ja, das ist ja kein Problem, mit dem Heli geht das schon. Eigentlich brauche ich doch gar nicht mit zum Airport. Und du kommst ja mit. Ja, gut, was ist, du hast, wenn ich überfallen werde? Ja, du hast ja nicht markiert, ne? Oh, ich kann auch Bäumchen umfahren. Ja, ich darf keine mehr, ich habe schon gelbe Räder. Oh, wenn ich jetzt gelbe Räder bekomme, stell vor, ich bleib mit dem Ding stecken, mit dem riesen Flugzeug. Der Tanklaster fliegt in der Luft. Oh nein. Schwarzmarktmappen? Nee, Schwarzmarktwaffen. Schwarzmarktmappen. Alter. Jetzt Daniel, jetzt komm doch mal. Ja. Scheiß Wald. Ich würde machen, wenn du selbst dieses Flugzeug hier aus den Augen verlieren würdest. Nö, nö. Oh, da steht schon eine Menge rum, Daniel. Ich will ja nicht machen, aber da steht ein Panzer. Ja, ich kann aber nichts machen gegen den Panzer. Ja, nee, nicht das. Da der Spawnpunkt belegt ist dadurch, weißt du? Nur, dass wir gar nichts kaufen können, selbst wenn wir wollten. Ja, wir wollen ja nur das Flugzeug erstmal loswerden. Also Minen müssen wir uns merken, das legen wir dann komplett um unsere Basis rum. Ja. Alter, wie du fährst, ne? Ja, du geistig gestörter. Selber gerade. Kann ich dafür, wenn da so Huckel sind. Kann ich bei dem verkaufen? Warte mal. Aussteigen. Erstmal das Flugzeug abhängen. Aber das krieg ich doch hier niemals gedreht. Warte mal. Wieso? Du stehst doch richtig. Alter, gibt's hier viele Helikopter. Kannst du es nicht so verkaufen? Böhm, wir werden hier Helikopter in grün angezeigt. Aber die stehen doch hier nirgends. Ach, die sind abgestürzt. Wir müssen zuerst auf dem Fahrrad sitzen. Bin eine kleine Putti. Hast du abgehangen, das Flugzeug? Nee, noch nicht. Das Flugzeug wird mir hier auch gar nicht angezeigt. Jets könnte ich kaufen, ja super. Na, den daneben dann wahrscheinlich. Der in den anderen Hangar drin ist, der Kunde. Alter! Was? Du
Sau. Was, was denn? Ja, gibst mir mit dem Riesenflugzeug erstmal einen Seitentitscher. Das hat ja nichts getan, oder? Nee. Na Gott sei Dank. Warte mal, ich setz das mal ab. Das könnte jetzt ein bisschen. Oh Gott, hoffentlich erschlägt mich das Ding nicht. Alles klar. Kann ich doch was demontieren? Nee, okay. Oh, ich sehe da eine Zapfsäule. Ja, du kannst hier reparieren, tanken und Co. Warte mal, habe ich genug Platz überhaupt, um das dicke Ding hier zu verkaufen? Was krieg ich überhaupt dafür? Was, nur zwei Koffer? Wollt ihr mich verarschen? Wahrscheinlich gibt es für alles nur zwei Koffer. Ach, ich kann eine andere Hupe einbauen. Ja, kostet einmal 10 OZ Gold. Genau. So, ich habe zwei Köfferchen, Daniel. Ich schau mal, was der Militärhändler hat für zwei Köfferchen. Nee, du nimmst jetzt den Tanklaster und damit fahren wir jetzt zu den anderen Autos wieder zurück. Ja, nee, wir fahren erstmal zu dem Trailer da hoch, verkaufen erstmal zwei und dann einen behalten wir, mit dem wir dann wieder zu den anderen Autos zurückfahren. Ja, ja, aber ich will trotzdem irgendwann irgendwas haben. Ja, haben wir doch dann, aber erstmal. So, nein, 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 nein. Ich will jetzt, weißt du? Nein, nicht jetzt. Doch jetzt, jetzt Daniel. Jetzt markieren wir uns den Trailer da oben. Ich kaufe jetzt. Nein. Warum nicht? Jetzt noch nicht. Aber Daniel, ich will weil fliegen. Du jetzt nicht fliegen kannst, weil deine Tanklaster hier bleiben muss. Ich kann den doch anhängen. Nein, dran. Weißt du ja nicht, ob das geht. Sag bestimmt. Wir fahren jetzt erstmal mit dem Tanklaster und die Autos zum Trailer. Ach, danach fahren wir dann mit einem Auto. Ja, warte mal, da ist noch so ein Kunde. Was hat der? Airport-SUVs. Oh, hier kann man SUV kaufen. Cool. Ja, ich komme ja schon, Mensch. Ja, ist ja gut. Ja, jetzt mach hin. Ich schieß dir gleich mit Platten, ey. Ich sag's dir. Komm. Das wäre jetzt aber schade, wenn der Ural hier einen Platten bekommen würde, Daniel. Kann ich hier durch? Oh, ich komme gar nicht durch. Scheiße. Natürlich. Hau, Ruck! Oh. Okay, danke. Jetzt komme ich durch. Jetzt müssen wir zum Händler hier so, auf den Berg hoch, oder? Ja, 1-3. Oh, Steine, Steine, Steine. Oh. Oh, ich hänge fest, glaube ich. Muss mich mal schubsen? Ja, du musst mich zurückschieben. Oder warte mal, warte mal, oder? Komm ich noch? Nee. Das wird wehtun. Aber nicht mit so Vollspeed. Gib Gas. Ja, danke. Ja, super, jetzt häng ich gleich, oder was? Dann komm schon. So. Warte jetzt, mal. Ja, jetzt fahr noch mal über die Steinchen, komm. Warum darf ich kein Heli kaufen, Penner? Machen wir nachher. Oh, Alter. Ich ramm dich, ich sag's dir. Hui. Hey. Was? Zack. Was denn? Ja, ja. Nicht, nicht schubsen hier, ja. Ja, du drängelst doch. Auf der Straße oder durch das Urwald hier? Einfach auf der Straße. Das Urwald? Warte mal, hier hat er mir was angezeigt. Moment, der hat mir gerade was angezeigt. Ich hab's genau gesehen. In grün, weiß ich. Irgendeinen Namen. Wir kriegen doch nur Peanuts für den Scheiß hier. Nein. Ich will aber eine Kakeli, du Wichser. Sorry, Mann. Ja, den kannst du ja dann auch. Daniel, du weißt, ich liebe dich, aber so geht das nicht weiter. Ja, das ist, wer der Tanklaster jetzt, den hätten wir da lassen müssen. Ne? Nein, den hätte ich unten angestöpselt, Mann. Du weißt ja nicht, ob das geht. Du kannst dann vielleicht für deine zwei Briefkästen nur ein Heli kaufen, wo du nichts ranhängen kannst. Aber ich will einen Kampfheli mit Bum Bum und so. Ja. Gut.
Aber es ist schon toll, dass man Flugzeuge und sowas